Ungeziefer sind bald schon Moin, Moin und nächste Sorge. Geht wohl nicht, die reden zu viel. Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Was ist das da? Boston. Achso, das ist der Übergangspunkt. Was haben wir letztes Mal gemacht? Ich habe mich ziemlich blöd beim Schleichen angestellt. Ja, das war's eigentlich. Weil ich mich so blöd angestellt habe, hat es ein bisschen länger gedauert. Und wir sind jetzt bereit, Bloodrock anzugreifen. Ob wir ihn jetzt schon töten, weiß ich nicht. Werde ich dann wohl rausfinden. Das war der falsche Knopf. Scheiße. Ich kann in die Karte rein und rauszoomen. Das ergibt Sinn. Ihr meint die Bulldogge? Ha, bitte. Er wird gar nicht wissen, was ihm geschieht. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Zurück zu Braddock, seinen Dienst ablassen. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Er ist gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Man empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitz. Ganz genau. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind unterschätzt. Gut, und ich bin jetzt nicht abgestiegen. Charles es bemerken. Wieso ist die abgehauen? Was ist hier los? Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Und was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Sie kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seiner und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen. Klingt praktisch. Das Signal. Dort, direkt vor uns. Der Wald ist zu dicht. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir die Kähne erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Doch wären wir zu ungeschützt. Wir brauchen das Überraschungsmoment. Wir sind fast 2000 Mann. Ein Speer reicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Schnelligkeit ist besser für uns. Wieso? Tötet sie! Wieso haben sie mich jetzt entdeckt? Ich glaube, das ist eine Frage, die ich mir in diesem Spiel echt oft stelle. Warum werde ich entdeckt? Weil ich es halt einfach echt manchmal nicht verstehe. Aber ich musste sie scheinbar sowieso alle kalt machen, also ist es egal. Ohne offene Konflikte. Ja, nee, scheiß drauf.
Die gehen oben über die Bäume, das bemerkt auch keiner. Wenn die Franzmänner weg sind, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Die reden ja alle nur über die Franzosen. Euch ist schon klar, dass hier auch noch die Indianer leben. Oder ignoriert ihr die einfach? Es war eine Ehre. Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Achtung! Wo seid ihr hin, Edward? Hat Charles ist gerade den abgeknallt, der uns eigentlich helfen wollte? Ne, bisschen doof gelaufen. Ja, markiertes Ziel. Es ist kein Ziel markiert. Und jetzt hat er einfach nicht geschossen, obwohl ich gedruckt habe. Seh ich ein. Wieso kann ich nicht schießen? Ah. Jetzt kann ich zwar schießen, treffe aber nicht. Ich bin gerade versucht, das nochmal neu zu starten, weil irgendwas gerade hat hier einfach keinen Bock. Ich bleib an jeder kleinsten Kante irgendwie hängen. Und Leute, ihr hängt da oben auf den Ästen, ihr dürft ihn auch ruhig angreifen. Ja, die auch, aber ich dachte auch ruhig an Braddock. Okay, so jetzt auch. Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird... Du hast die Waffe noch nicht mal nachgeladen in der Zeit. Wie willst du bitte schießen? Nicht. Schnell, bevor er davonkommt. Ich sag dir los. Das verdiene ich nicht. Ich versuch's gar nicht mal mit der... Obwohl, doch, ich versuch's mal. Okay. Hab's sogar getroffen. Erstaunlich. Die Pistole scheint ja irgendwie so nur mittelmäßig zu funktionieren. Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst. Vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen, die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht. Lebt wohl, Edward. Es ist getan. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Nein. Nein! Du scheinst enttäuscht.
Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzitsitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte, ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. Das kommt für mich zwar eigentlich etwas plötzlich, aber okay. Genau, diese Tür kennen wir ja. Das ist die, durch die wir mit Desmond gegangen sind, die der Apfel geöffnet hat. Und, ja, wir sind mal zurück. Okay, ja, das, was ja eigentlich unser Ziel ist mit Desmond, warum wir überhaupt gerade mit Haytham rumlaufen, ist ja, dass wir einen weiteren Schlüssel scheinbar brauchen, nicht nur den Apfel. Und das ist dann halt diese Kette, die wir die ganze Zeit suchen. Und das war eine Seite. Schön. So, wieder zurück zu unserer alten Taverne. Schon wieder am Saufen, sehr gut. Master Kenway, habt ihr es gefunden? Das war nicht der richtige Ort. Die anderen warten auf euch. Gentlemen, bitte, setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Moment, was? Ja, ist mal was Neues, ne? Normalerweise haben wir immer nur Assassinen gespielt. Jetzt hatten wir zur Abwechslung mal einen Templer, der sich genauso spielte wie ein Assassine, was irgendwie ein bisschen den Sinn daraus nimmt. Aber hey. Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen.
Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templer-Verschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Umsehen? Ups. Lohnt sich das denn? Kann ich hier irgendwas? Ich glaube, hier sind wir reingekommen. Ja, das könnte dort sein, wo wir reinkamen. Kann ich da überhaupt wieder raus? Ne, ich hänge fest. Okay. Ich weiß nicht, kann ich denn hier noch irgendwas machen? Immer mit Batterien meint ihr das Ding, was wir, ich glaube, hier irgendwo eingesetzt haben oder so? Ich mache jetzt erstmal direkt weiter, weil ich habe keine Ahnung, was ich hier muss. Moment, was machst du da? Ich vermute mal, sie ist so eine Art Wegweiser, die mir sagt, okay, du kannst hier nichts machen, geh gefälligst wieder in den Animus. Juno war das, ne? Beliebige Taste. Komisch, diese Taste funktioniert nicht. Okay, diese funktioniert. Beliebige Taste. Manche funktionieren aber nicht. Interessant. Agungwe da su awa hu anodun wetzi ni aut ne sago de ogua. Zeu ger da suria dizax ne heitam. Arageneru quaque ante zini togwenyo. Nekzi ohondo yo ha wittu, ya de hagone rakwe. Zinu oro jokwe templar agwe guta dinya ro darox. Ne oho otke tonis. Segotke esu orio o ahiguso gontanu o got gottosi ne sagalda skarnex. Jetzt spielen wir nämlich einen anderen Charakter, nicht mehr Haytham,
Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, begleitet uns dieser Charakter dann auch zum Rest, den ganzen Rest des Spiels, das jetzt eigentlich erst richtig beginnt. Das bisher war nur so eine Art Vorgeschichte, sag ich mal. Wir spielen... er wird später Connor genannt. Ich weiß nicht, wie er jetzt hier bei den Indianern heißt. Keine Ahnung. Die haben ja auch so etwas schwierigere Namen. Ich werde wahrscheinlich die meiste Zeit Connor nennen. Weil ich mir das einfach merken kann. Und yo, wir sind noch relativ jung, keine Ahnung, wie alt sind wir hier? Vielleicht 10? Höchstens. Wahrscheinlich nicht mal. Und wir wollen eine Runde spielen. Das war echt schwer zu schätzen, wie alt soll der Junge sein? Jetzt lernen wir Spurensuche. Das ist cool. Das Adlager bringt mir nur einfach so immer noch gar nichts. Aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass ich erstmal hier ein bisschen abhänge, dass wir das auch erst beim nächsten Mal machen können. Richtung. Ah, verstehe. Bist du zufällig hier? Nein? Schade. Na gut, ich würde sagen, das Versteckspiel hier. Wie kann ich es lieber da hinsetzen? Ja. Ich würde sagen, das Versteckspiel hier machen wir dann erst beim. Das Versteckspiel hier machen wir erst beim nächsten Mal. Jo. Und dann spielen wir mal hier ein bisschen mit Connor. Bis dahin.